Aufgepasst, liebe Flugzeugfreunde, jetzt wird's aufregend, denn ich besuchte im Rahmen vom Ferienprogramm den Luftsportverein in Eßweiler. Da ich ja selbst das Fliegen über alles liebe, konnte dies nur ein grandioses Flugerlebnis werden. Und das Wetter spielte super mit, auch wenn es kochend heiß war. Natürlich wollte ich mich auch ein wenig informieren, wie denn so ein Segelflugzeug überhaupt in die Luft kommt, denn wie ihr sicher beobachten könnt, haben die Segelflugzeuge keinen Motorantrieb, um an Geschwindigkeit zu gewinnen. Dies und vieles mehr wird euch jetzt ein gewisser Lukas erzählen. Bitte sehr. Also ich bin Lukas, ich fliege hier im Luftsportverein Eßweiler. Wir haben heute ein Sommerferienprogramm für Jugendliche, bei denen die mal ein bisschen ins Fliegen hier reinschnuppern können. Ich bin jetzt im dritten Jahr dabei. Ich habe letztes Jahr den Flugschein selbst gemacht, den Segelflugschein. Mache jetzt momentan den Motorseglerschein. Das ist eine Klassenerweiterung zu dem Segelflugschein. Und hoffe, dass ich da die Prüfung auch noch dieses Jahr ablegen kann. Wie viele Kinder haben denn heute beim Ferienprogramm teilgenommen? Also wir hatten heute 24 Kinder hier am Platz, die jeweils einen Rundflug bekommen haben. Zudem haben wir noch einen Schulstart gemacht mit einem unserer jüngsten Flugschüler. Der ist auch erst 14 Jahre, also mit 14 Jahren kann man die Ausbildung beginnen. Der ist heute noch geflogen und wir haben jetzt auch vereinsintern noch einige Flüge auf dem Programm stehen, bis wir eben keine Lust mehr haben. So ist das eigentlich jeden regulären Flugtag, dass wir so lang fliegen, bis entweder die Sonne untergeht oder die Leute sagen, sie sind satt geflogen. So, nun erkläre mir mal, wie denn eure Segelflugzeuge überhaupt hochkommen. Also wir haben hier einen Seilwindenbetrieb, bei dem das Segelflugzeug mit der Seilwinde angekoppelt wird. Und diese Seilwinde beschleunigt dann das Segelflugzeug recht schnell auf die nötige Geschwindigkeit, um abzuheben. Dann steigt das Segelflugzeug auf etwa 300 Meter Höhe über der Winde, klingt dann aus und befindet sich dann im freien Segelflug ohne irgendwelche Motorleistung. Hat es dir denn Spaß gemacht, mit den Kleinen zu fliegen? Mir hat das heute sehr viel Spaß gemacht, mit den Kindern zu fliegen, die ein bisschen daran zu führen und denen auch ein paar Sachen zu zeigen. Also ich finde auch, dass das recht gut geklappt hat. Die waren alle sehr gut dabei und haben, denke ich, auch recht viel mitgenommen. Und hoffentlich wird dann auch der ein oder andere hier hängen bleiben, weil das ist auch mit unser Ziel, den Leuten das so zu präsentieren, dass sie selbst Interesse an diesem Hobby finden. Ich verabschiede mich schon einmal, denn jetzt geht's auch für mich ab in die Luft. Let's go! Yeah. Lukas, du hast das Abschlusswort. Was bedeutet Fliegen für dich überhaupt? Fliegen bedeutet für mich so die Freiheit, in der Luft zu sein, die Faszination an der Technik und einfach den Spaß bei der Sache. Also Fliegen ist für mich das schönste Hobby überhaupt. Es war toll bei euch in Eßweiler und ich komme gerne wieder. Bis zum nächsten Mal.